Der Fiat Croma sollte 2005 die Mittelklasse neu aufmischen. Gelungen ist ihm das leider nicht so recht. Es gibt Autos, die sieht man, da weiß man, die passen zu einem, dann steigt man ein und fühlt sich auf Anhieb wohl wie in einem Maßanzug. Beim ersten Fiat Croma, den ich gefahren bin, war das definitiv nicht der Fall. Eher so wie die erste Anprobe beim Schneider. Da zwickt es noch ein bisschen hier und da und auch optisch war es nicht gerade das Gelbe vom Ei, zumindest für mein subjektives Gefühl. Die neue, aktuelle Variante des Fiat Cromas, die ist deutlich verbessert worden. Und was der jetzt alles kann, schauen wir uns gemeinsam an. Die offensichtlichsten und massivsten Veränderungen stilistischer Natur, die jetzt an der Frontpartie beim neuen Croma gegeben. Grundsätzlich war der Croma ein feines, aber relativ langweiliges Auto. Dazwischen lag allerdings die erfolgreiche Einführung des Grande Punto und des Bravo, wo man genau auf dieses Design gesetzt hat und damit für Furore gesorgt hat. Piccolo Maserati hat man es genannt und genau diese Front ziert jetzt auch den Croma und macht ihn dadurch nicht nur hoch emotional, sondern auch deutlich schicker. Kommen wir zum Motor. Eine besondere Nennung verdient der Croma schon alleine deshalb, weil in diesem Auto 1987 zum ersten Mal ein Diesel mit Direkteinspritzung, was bei VW besser unter dem Kürzel TDI bekannt ist, eingebaut wurde. Diesel gibt es im Croma in drei verschiedenen Leistungsstufen, 120, 150 und fette 200 PS. Jetzt sind wir vom Godas Motormagazin natürlich PS-Junkies, die es so richtig gern knackig haben, aber ich muss fairerweise sagen, 150 PS-Variante aus dem 1,9 Liter Common Rail Diesel, aus dem Multijet, das reicht allemal, damit kommt man richtig spritzig voran und das Schöne dabei, er braucht wirklich wenig. Ich war in München und bin über 850 Kilometer mit einer Tankfüllung gefahren und das richtig frech und knackig auf der Autobahn. Im Croma stellt sich sofort ein erhabenes Fahrgefühl ein. Man sitzt höher als in anderen Mittelklasse-Autos und die Übersicht ist ausgezeichnet. Leider hält der Innenraum nicht ganz, was die äußere Erscheinung verspricht. Objektiv gesehen kann man über den Innenraum wirklich nichts Negatives sagen. Es ist alles da und wirklich schön verpackt. Sogar die USB-Schnittstelle und das Navigationssystem fehlen hier in dieser Ausstattungsvariante nicht. Und trotzdem braucht man ein bisschen Zeit, um sich wohlzufühlen. Also einfach reinsetzen und fahren wie angegossen, das ist beim Croma nicht so. Es sind die dicken Sitze, wo man erst die richtige Einstellung braucht. Es ist das Navigationssystem, mit dem man sich erst einmal zurechtfinden muss, wenn man eine Spracherkennung dabei hat. Und es ist vielleicht auch das Leder, das zwar wunderschön ausschaut, aber so von der Haptik und vom Griff her einfach nicht Premium Class ist. Dementsprechend braucht man ein bisschen Zeit dafür. Im Grunde ist aber alles dran und alles drin, was man erwarten kann. Alles in allem ist der neue Fiat Croma ein Auto auf den zweiten Blick, mit dem man sich ein bisschen beschäftigen muss. Also wenn er so auf der Straße sieht, ich wäre persönlich nicht stehen geblieben. Nachdem ich aber über 2000 Kilometer damit unterwegs war, habe ich seine Qualitäten wirklich schätzen gelernt. Zum einen natürlich das irre Raumgefühl, was hinten beim Kofferraum anfängt. Zwischen 500 und 1500 Liter Ladegut kann man hier einladen. Die bequeme Zeitreihe, wo selbst die Kinder schon nach einer halben Stunde selig schlafen. Und natürlich der Komfort für den Fahrer beim Fahren. Die 150 PS Maschine, die ist die perfekte Motorisierung für dieses Fahrzeugkonzept. Und dann natürlich der Preis. Knapp über 30.000 Euro muss man für die Ausstattungsvariante Emotion mit dem starken 150 PS Common Rail Diesel auf den Tisch des Hauses deponieren. Und das ist angesichts der Tatsache, dass man dafür wirklich viel bekommt, relativ wenig Geld.